Heute zeige ich euch, wie man einen Abfluss reinigt. Und zwar, ich habe da bei mir in der Wohnung zum Beispiel zwei Arten von Abflüssen. In der Dusche, die ihr hier seht, habe ich so einen, wo so ein Deckel drauf ist. Und da, wenn ihr reinguckt, da sammelt sich mit der Zeit, je nachdem, wie viele Familienmitglieder ihr habt mit langen oder kurzen Haaren, sammelt sich da drin was. Jetzt könnte ich hergehen und könnte einfach so die Haare da raus machen und dann den Deckel wieder drauf. Das ist aber nicht ausreichend. Damit ihr eine dauerhaft gute Reinigung habt, könnt ihr den Dings da komplett rausnehmen. Ja? So. Und da unten drin verbirgt sich noch mehr Haar. Und da ist so ein eigener Siphon eingebaut. Und das Ding müsst ihr komplett rausholen. So. Ja, ist zwar ein bisschen ekelig, aber wenn ihr das jetzt rausgeholt habt und komplett gereinigt habt, dann ist der Ablauf wieder wunderbar. Ich zeige euch dann danach, wenn ich fertig bin, wie das dann aussieht.